Hallo, meine Lieben. Es freut mich sehr, dass ihr jetzt hier bei mir seid. Ich schicke euch sonnige Grüße. In dieser Legung geht es um eine Nachricht für dich. Ich lege heute das Tarot of Mystical Moments und die heimischen Krafttier-Orakelkarten. Und zu den Krafttier-Orakelkarten findest du unter dem Video in der Infobox alle wichtigen Informationen, falls du Interesse haben solltest an diesen wunderschönen Karten. Ich werde natürlich auch eine Karte von diesem Stapel für dich ziehen und werde schauen, was die Krafttiere dir mitteilen möchten, welches Krafttier möchte in dein Leben kommen und dir eine Nachricht übermitteln. Du schaust, ob du mit dieser Legung in Resonanz gehen kannst. Es ist eine allgemeine Legung und deswegen kann sein, dass hier und da es Abweichungen geben könnte. Wenn du magst, kannst du natürlich gerne abonnieren. Ein Like würde mich sehr freuen. Vielleicht ein Kommentar. Das wäre natürlich auch sehr nett. Aber jetzt fange ich an mit dem heimischen Krafttieren. Welches Krafttier möchte dir eine Botschaft übermitteln? Das ist die Raupe. Sehr schön. Die Raupe hat dir etwas zu sagen. Und zwar geht es bei der Raupe um die Zielstrebigkeit, die Geduld, die Transformation und natürlich die Willensstärke. Transformation, na klar, die Raupe verpuppt sich und dann kommt irgendwann der Schmetterling. Also du bist mittendrin, ja, du befindest dich mittendrin in einem Prozess. Vielleicht weißt du das, vielleicht geschieht das Ganze aber bei dir so ein bisschen im Verborgenen, weißt du, im Hintergrund. Deswegen kann es sein, dass du das nicht so richtig mitbekommen hast. Vielleicht fokussierst du dich momentan auf etwas anderes, aber kann sein, dass du das weißt, ja. Also die Karte möchte dir nochmal so ins Gedächtnis rufen, möchte dich irgendwie daran aufmerksam machen, dass du in einem transformativen Prozess dich befindest. Und zwar, ich habe das hier mittendrin, ja. Das ist irgendwie, du bist schon dabei in dieser Veränderung. Etwas verändert sich in deinem Leben, etwas verändert sich in Bezug darauf, wie du etwas siehst, vielleicht änderst du deine Meinung, vielleicht änderst du dein Mindset, kann auch sein. Vielleicht änderst du einfach deine Sichtweise auf eine ganz bestimmte Angelegenheit oder Person, ja? Also da ist irgendeine Veränderung bei dir im Gange. Natürlich kann das auch so sein, dass du diese Veränderung schon unmittelbar irgendwie gespürt hast, am eigenen Leibe erfahren hast vielleicht sogar. Und es geht bei dir aber auch um die Geduld. Also lass dir Zeit oder gib dem Ganzen hier Zeit, damit diese Transformation, diese Veränderung, damit das alles abgeschlossen ist, damit es zu Ende gehen kann, damit es ein vollkommenes Ganzes bilden kann. Und dabei spielt auch noch irgendwie die Geduld eine Rolle. Ja, die Geduld und natürlich auch noch die Willensstärke. Vielleicht musst du jetzt in der kommenden Zeit Willensstärke beweisen. Vielleicht hast du aber jetzt schon eine starke Willensstärke entwickelt. Ja, du kannst sie einsetzen. Das könnte hier auch so sein. Diese Nachricht könnte dir auch hier die Raupe mitbringen. Und Zielstrebigkeit. Also hier ist es natürlich auch, verfolge dein Ziel. Wenn du ein Ziel hast, du befindest dich mittendrin, ja, mittendrin drin, in Bezug auf das Erreichen dieses Ziels, soll ich dir hier sagen, mit dieser Raupe. Dann bekomme ich hier sowas rein, dass du, wenn du kein Ziel momentan hast, such dir ein Ziel. Zielstrebigkeit und dann entwickle in Bezug auf dieses Ziel diese Zielstrebigkeit. Das ist auch hier alles, kann man so sehen, dass das alles hier zusammengeht, ja. Hab ein bisschen Geduld und Willensstärke bei dieser transformativen Phase, damit du die Zielstrebigkeit auch noch ein bisschen bei dir förderst und dann am Ende dein Ziel erreichst.
Das ist die Raupe. Das bringt dir die Raupe mit. Das sollte ich dir hier an dieser Stelle sagen. Und jetzt komme ich zum Tarot. Eine Nachricht für dich. Das sind jetzt drei Karten. Ich schaue mir diese Karten jetzt an. Und ich habe für dich die 9 der Stäbe. Die 9 der Stäbe. Die 8 der Münzen. Das sieht man hier nicht so gut. Ich brauche hier mehr Platz. Und die 3 der Münzen habe ich für dich. Die 8 der Kelche, die 9 der Stäbe und die 3 der Münzen. Diese Karten habe ich hier für dich. Die Raupe will nicht halten. Okay. Ich hoffe, du kannst die Karten sehen. Ich habe hier ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Tisch. Entschuldigung. So. Ich glaube, so geht's. Okay. Also. Was dir hier die Karten mitteilen möchten, ist die 9 der Stäbe. Du siehst hier auf diesem Bild diese Wunden, aber die sind schon geschlossen, die sind verheilt. Es sind nur noch Narben übrig geblieben. Mit dieser Transformation, vielleicht befindest du dich mittendrin in einem Prozess, in dem du sozusagen etwas verarbeitest. Du bist vielleicht sogar schon am Ende. Wie gesagt, das ist hier so fließend, es ist eine allgemeine Legung, deswegen es gibt nicht nur den einen Weg, sondern es gibt hier so Abstufungen, die ich sehe, ja? Und deswegen sage ich hier, du kannst dich mittendrin befinden in diesem Heilungsprozess, in diesem Verarbeitungsprozess in Bezug auf eine ganz bestimmte Sache, die dir wehgetan hat, etwas hat Narben, Spuren hinterlassen. Und bei dem einen ist, du befindest dich mittendrin und bei dem anderen ist es schon fast abgeschlossen. Und wenn es abgeschlossen ist, das ist die Nachricht jetzt, ja. Wenn das hier jetzt alles abgeschlossen ist, dann wirst du einen neuen Weg sehen, einen neuen Weg erkennen. Vielleicht erkennst du diesen Weg jetzt schon, ja. Und das kann zum Beispiel etwas mit der Liebe zu tun haben, denn ich habe hier auch die Kelche. Muss aber nicht, ich habe hier die Münzen, das kann auch irgendein Prozess sein in Bezug auf die Arbeit, in Bezug auf Finanzen, Arbeit, vielleicht eine ganz bestimmte Angelegenheit, wo du jetzt weiter dran arbeiten kannst. Aber in der Liebe, da sehe ich auch einen neuen Weg. Man sieht hier auf dem Bild viele schöne Paare. Und ja, ich sehe das hier so. Etwas hat dir zugesetzt. Du hast irgendeine Erfahrung gemacht. Kann in der weiten Vergangenheit liegen, kann aber auch vor kurzem gewesen sein. Und die Wunden, wenn die noch so ein bisschen bluten, ja, sag ich mal, dann werden sie sich schließen. Das zeigt diese Karte. Du wirst heilen, ja, du wirst heil sein und dann geht es für dich in Bezug auf die Liebe weiter. Kann aber auch schon so sein, dass du hier das Ganze schon abgeschlossen hast und jetzt kommt ein neuer Weg. Und egal, ob du jetzt noch in dieser Transformation, in dieser Veränderung bist oder schon fast fertig bist mit der ganzen Geschichte hier, ja, die Karte zeigt mir einen neuen Weg für dich. Ja, es könnte naja, das ist nicht so einfach. Dieser neue Weg ist da, du kannst ihn gehen, du siehst hier, er ist solide fest, das ist keine unsichere Sache. Kann sein, dass sich jemand bemerkbar macht in Bezug auf die Liebe in deinem Leben und du bist dir nicht so ganz sicher, aber hier sind überall Paare. Also möchtest du wieder zum Beispiel jemanden an der Seite haben oder zum Beispiel deinem Gegenüber, deinen Herzensmenschen verzeihen und mit ihm weiter diesen Weg gehen. Ja, das kann hier auch so sein. Und da ist der Weg, der ist schon, der hat's, ja, man könnte sagen, der hat's in sich, denn du musst etwas zurücklassen dafür. Das ist hier diese Karte, das ist hier, du bekommst etwas, etwas Neues, etwas Schönes, etwas Spannendes, vielleicht etwas Geheimnisvolles in Bezug auf die Liebe, aber
Etwas muss zurückgelassen werden. Wahrscheinlich hier diese Wunden, diese Verletzung, diese Verarbeitung der Vergangenheit hier, die dir irgendwie nicht gut getan hat oder du hast da irgendwie was Schlimmes erlebt oder ja, ich habe hier einfach Verletzung, eine Verletzung, vielleicht sogar mehrere, ja. Vielleicht hat sich das irgendwie so hier gesammelt, angesammelt bei dir. Und die Karte zeigt, bitte verarbeiten, dann kommt ein neuer Weg, ja? Und dann kannst du hier was Neues erleben und kannst dann dran arbeiten. Und ich habe das hier so, dass diese Arbeit an dieser neuen Liebesgeschichte, an dieser Partnerschaft, muss nicht unbedingt neu sein, kann auch alt sein, aber so wiederbelebt oder erneuert oder verändert, umgebaut kann auch hier sein, ja? Da kannst du was dran machen. Du kannst da was tun, du kannst hier vieles bewirken, aber auch gemeinsam mit jemand anderem, vielleicht sogar zu dritt, ja, habe ich hier, dass man an diesem neuen, in Bezug auf diesen neuen Weg, dass sich etwas neu aufbaut, umbaut, verändert, ein neues Haus für euch beide, für die Liebe, für eure Liebe erschaffen werdet, könnt. Ja, sowas habe ich hier für dich. Aber ohne Arbeit geht das nicht. Ja, das habe ich. Also da muss man irgendwie hier so diese Willensstärke zeigen, ein bisschen Geduld haben und dann geht es voran bei dir. Und wie gesagt, das ist hier in Bezug auf die Liebe, aber kann auch in Bezug auf Finanzen, Beruf sein. Ja, hier mit den Münzen. Da kannst du vielleicht dir auch etwas Neues aufbauen, ein neuer Weg im Bereich Beruf, Finanzen, und dann kann man hier dran arbeiten und alleine, aber auch mit mehreren Menschen im Team sozusagen zusammen. Das ist die Nachricht für dich. Das ist die erste Nachricht für dich, die ich hier so habe. Die Raupe muss ich leider zur Seite legen, weil ich brauche hier ein bisschen Platz. Und jetzt vielleicht noch eine Nachricht. Dann habe ich hier den Eremiten für dich und okay, den Narren, den Herrscher und die drei der Kelche. Das muss ich ein bisschen anders machen, weil du siehst die Karten nicht. Der Eremit. Der Eremit zeigt mir hier, dass du auf der Suche bist. Auf der Suche nach der Wahrheit. Vielleicht brauchst du ein bisschen Zeit für dich. Vielleicht brauchst du ein bisschen Zeit in einer ganz bestimmten Angelegenheit. Vielleicht braucht irgendjemand anderes Zeit und bittet dich um Geduld. Das kann hier auch so sein, ja? Du suchst nach einer Lösung, nach einer Erklärung, nach einem Lichtlein am Ende des Tunnels, nach einer Erkenntnis, einfach nach dass du etwas genau siehst und genau erkennst. Das kann hier auch so sein, ja, dass du auf der Suche bist danach. Und ja, was sagen denn die Karten dazu? Vielleicht bist du auch alleine, du hast dich irgendwie so ein bisschen zurückgezogen, isoliert. Das kann auch so sein, ja, dass du dich hier isoliert hast, zurückgezogen hast und einfach ein bisschen Abstand gewinnen wolltest. Und was sagen die Karten dazu? Die Karten sagen dazu, dass das, ja, da kommt jemand, da wird jemand in Bezug auf diese ganze Angelegenheit wichtig werden, und zwar der Herrscher. Das kann dein Vorgesetzter sein, das kann jemand sein, der in der Gesellschaft Ansehen genießt, das kann jemand sein, der ein bisschen älter ist als du, das kann dein Gegenüber sein, vielleicht wenn es sich hier um eine Liebesangelegenheit handelt, ja, um romantische Liebe, weil ich habe hier auch die Kelche, kann auch so sein, ja, dann ist es natürlich dein Gegenüber, und der Herrscher, der ist hier
Felsenfest von irgendetwas überzeugt. Felsenfest möchte er oder sie hier bei einer Sache bleiben. Und zwar möchte der Herrscher hier einerseits etwas Neues mit dir beginnen. Und andererseits möchte hier der Herrscher auch irgendwie dabei Freude haben, Spaß haben. Ja? Und was ich hier so sehe, da wird sich mit dem Herrscher für dich ja so eine spannende Zeit ergeben. Da muss man irgendwie so über seinen eigenen Schatten springen. Es kann sein, dass der Herrscher dich hier locken wird, anlocken, ja, mit dir flirten wollen, dich irgendwie verzaubern, könnte man hier auch sagen. Und ja, das ist hier sehr viel Grün. Das ist natürlich die Hoffnung. Und also der Herrscher dein Gegenüber, dieser Herzensmensch, vielleicht jemand anderes hier, möchte dich hier irgendwie für sich gewinnen, anlocken, anflirten, mit dir etwas wagen, generell, allgemein, mit dir, speziell mit dir hier, etwas ausprobieren, etwas anders machen, aber das Ganze habe ich hier so locker, leicht, lässig, ja. Also der Herrscher zeigt hier die Tendenz, beziehungsweise kann sein, dass der Herrscher dann später das Ganze ernst nehmen kann, wird. Weil normalerweise ist der Herrscher jemand, der sehr ernsthaft ist. Man kann sich auf ihn verlassen, eher traditionell. Aber hier möchte der Herrscher irgendetwas Neues ausprobieren, irgendetwas anders machen. Jetzt kommt meine Zeit und ich möchte hier einfach ja frei sein und das alles ausleben, auskosten mit dir, mit dir. Vielleicht ist der Herrscher im Rückzug gewesen oder ist immer noch im Rückzug. Vielleicht bist du nicht, da, also das bist vielleicht nicht du, sondern dein Gegenüber, der Herrscher hier, ja, ist im Rückzug, ist in sich gegangen, hat geschaut, was möchte ich denn noch, was kann ich hier machen, ja, was ist die Lösung? Und ist dahinter gekommen, dass die Lockerheit, Leichtigkeit das Ganze weiterbringen kann. Nicht zu doll festhalten, nicht zu verkrampft sein, vielleicht auch ein bisschen flexibler sein, weil der Herrscher ist ziemlich traditionell. Ja, möchte alles auf eine ganz bestimmte Art und Weise machen. Und hier möchte sich aber der Herrscher jetzt ausprobieren, also dein Gegenüber. Etwas Neues ausprobieren und dabei viel Spaß haben. Das ist die Nachricht für dich, dass hier jemand aus deinem näheren Umfeld, der vielleicht sich zurückgezogen hat oder du hast dich zurückgezogen, ja, und jemand möchte jetzt mit dir einfach auf die sonnige Seite des Lebens wechseln. Das ist nicht so, dass der Herrscher hier sich nur ausprobieren will, dass das irgendwie so egoistisch ist von dem Herrscher. Nein, der Herrscher möchte einfach frei sein, Spaß haben. Wenn ich jetzt, wann dann bekomme ich hier so einen Satz und ja, am liebsten mit dir. Und was dann später noch kommen wird, ja, ich bin eher traditionell, sagt der Herrscher, ich bin eher so auf der Seite der Sicherheit. Also ich möchte das hier am Anfang vielleicht oder momentan in dieser Phase, möchte ich das Ganze eher so spaßig sehen, Spaß haben, mich nicht, jetzt erstmal, vielleicht für einige ist es eine Nachricht, ja, das ist nicht für alle, mich eher jetzt erstmal nicht ganz festbinden, aber das kann kommen, ja, weil ich der Herrscher bin und normalerweise binde ich mich an jemanden, suche eine starke, feste Verbindung, aber momentan habe ich hier so eine lockere, leichte Haltung dem Ganzen gegenüber und möchte einfach nur genießen, ja, und zwar mit dir alleine, ja, zu zweit, aber ich habe hier auch mehrere Menschen, also auch mit anderen, vielleicht irgendwie sich treffen und du bist dabei und ihr habt alle gemeinsam Spaß, ja. Das kann sowas sein. Es kann auch sein, dass dein Gegenüber, dass der Herrscher hier ein Risiko eingehen möchte in Bezug auf eine ganz bestimmte Angelegenheit, die etwas mit dir zu tun hat, ja.
Also der Herrscher möchte irgendein Risiko eingehen. Ich nehme das hier so wahr mit dem Narren und hier mit den drei der Kelche. Das ist hier so ein bisschen risikobehaftet. Es ist etwas anderes, Ungewöhnliches. Als würde man nicht wissen, wenn man springt, ob man überhaupt irgendwo ankommt. Ja, also da ist auch irgendwo so Risiko dabei. Und der Herrscher möchte dieses Risiko aber eingehen. Und zwar irgendwie mit dir in Bezug auf dich, in Bezug auf eure Angelegenheit. Ja, sowas sehe ich hier. Ja, und die drei der Kelche, das ist natürlich Spiel und Spaß und sehr viel Freude. Das ist die letzte Karte. Das wird nicht mit jedem übereinstimmen, aber ich sage das hier ganz am Rande. Das ist vielleicht eine Nachricht für nur eine ganz spezielle bestimmte Person. Ich habe das hier so, dass du möchtest deinen Herrscher für dich alleine haben. Aber momentan soll ich dir einfach sagen, das ist die Nachricht, ja. Aber momentan, da ist noch jemand anderes, da ist noch irgendetwas anderes. Muss nicht unbedingt eine Person sein, kann zum Beispiel irgendein Hobby sein oder eine Verpflichtung oder sowas. Da ist noch etwas anderes oder jemand anderes, der die Aufmerksamkeit von deinem Herrscher einfordert. Oder der Herrscher möchte einfach diese Aufmerksamkeit dieser Sache oder dieser Person widmen. Da möchte dein Herrscher auch oder der Herrscher dein Gegenüber, dein Herzensmensch, ja, dieser Mensch möchte auch irgendwo die Aufmerksamkeit behalten oder lenken auf etwas anderes, außer dir. Das ist wirklich hier am Rande so eine Botschaft, wenn du da weißt, da ist irgendetwas anderes noch, ja, also da ist auch noch dein Gegenüber dabei, da möchte man sich noch nicht ganz davon trennen. Oder wenn das zum Beispiel ein Hobby ist und du möchtest, dass dein Gegenüber dieses Hobby aufgibt, das habe ich hier nicht, nicht jetzt. Jetzt wird er oder sie das Hobby nicht aufgeben, ja, weil das macht einfach zu viel Spaß. Sowas sehe ich hier. Das war deine Legung, hoffentlich, wenn du in Resonanz gegangen bist. Ich bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich, dass du bei mir vorbeigeschaut hast. Wünsche dir einen schönen Abend, einen schönen Tag, je nachdem du dir dieses Video anschaust. Einfach eine wunderschöne kommende Zeit. Bis zum nächsten Mal. Namaste.